Huhu, ich will nur sagen, also wenn ich jetzt voll abhuste und so, dann ist das, weil ich bin voller Metastasen und Lungenkarzinome, so wie Jigsaw in Saw. Kennst du nicht, wo der hingeht zu der Versicherung und Geld haben will, aber die geben denen das nicht, weil die Missgeburten sind, weil die kapitalistische Hurensöhne sind. Und deswegen bin ich voller Hass und deswegen bin ich wie Jigsaw und dann macht er diese Jigsaw Games und diesen fetten Bastard in den Stacheldraht und lässt die da verrecken. Na okay, der gibt denen eine Chance, dass die entkommen können. Aber ich würde denen keine Chance geben. Ich bin nämlich fast wie Jigsaw. Kann ich genauso. Du kannst ja eine Scheibe vom Fischpüree abschneiden, aber werd niemals so wie Fischpüree, weil sonst nimmst du einen Akkubohrer, fesselst eine Nutter an den Stuhl und bohrst dir mit der Bohrmaschine in den Kopf rein und gibst Säure in das Loch. Motherfucker, mein Herz ist püriertes Fischpüree. Niemand will Fischpüree kaufen. Mein Herz ist rausgerissen worden und in einen Mixer gepackt und dann püriert. Was für gebrochenes Herz. Digga, keiner will Fischpüree. Geht irgendjemand in den Laden und kauft sich Püree zu Fischpüree? Nein, Alter. Dieser Spruch von wegen, jeder Topf hat einen Deckel, aber ich bin ein Wok. Das ist so ähnlich. Ich bin Fischpüree, Motherfuck. Ich bin sowieso so gut wie tot. Ich gehe mit Highspeed-Geschwindigkeit auf den Tod zu. Fast bin ich schon tot, das ist einfach so. Ich mache einen Schnippe nur mit dem Finger und ich bin schon im Sarg. Das ist auch gut so. Das ist auch sehr gut so. Weil es ist einfach nicht auszuhalten hier. In meinem Kopf ist nur purer Hass. Purer Hass. Meine ganzen inneren Gehirnschädelknochen sind tapeziert mit Hass. Mit purem Hass. Deswegen, ich werde niemals mein Gesicht zeigen. Ihr Bastarde, ihr Verfickten. Nein, das ist nur Spaß. Ich mache doch keine Hassrede. Ich bin noch sozial engagiert und arbeite als Erzieher. Diese Welt ist so Spucke. Aber guck mal, wenn ich als ob ich wie, wenn ich stell nur mal vor, ich bin Montana Black, so black wie meine Lunge, und ich gehe raus und dann will einer Foto machen. Was das? Was ist das? Was ist das? Ich will mit niemandem was zu tun haben, den ich nicht kenne. Ich soll vorher eine Bewerbung schreiben. Der Bastard, so wie ich tausendmal abgelehnt worden bin von allen Hurensöhnen. Und dann kommt ein Bastard einfach zu mir hin und will ein Foto machen und ich sage ja. Nein, Mann, deine. Nur weil der sich mein ganzes verficktes Leben anguckt und meine scheiß Tattoos sich anguckt und dann denkt, er kennt mich und dabei und den rafft. Ach, ey, vergiss es, ey. Und wenn einer Anomaly kennt, der ist cool, der hat ja immer so eine Sturmmaske und der zeigt auch nie sein Gesicht. Und genauso, also ich werde nicht mein Gesicht niemals zeigen, weil ich will nicht, ich bin nicht auf dieser Ebene. Ja, so ist das. Ich wurde in den, weißt du, diese Welt funktioniert so auf diese Weise. Ich wurde niemals vergewaltigt. Nie. Bis zu dem Moment, wo ich vergewaltigt werde, schon wieder und wieder und wieder vergewaltigt, aber in dem Moment, wenn ich nicht vergewaltigt worden bin, wurde ich nie vergewaltigt, weil es gibt es nicht mehr, Fischpüree, und so lässt es sich aushalten zu leben. Diese Welt folgendermaßen Links-Rechts-Kombination, wenn ich habe meine Pulsadern aufgeschnitten und dann habe ich darüber ein Black mit Schwarz tätowiert über die Narben,
über die Narben drüber tätowiert. So ist, funktioniert diese Welt. Zensur und Verdrängung und Plus und Minus mal Minus ergibt Plus. Verstehst du das? So ist das. So funktioniert das. So funktioniert das. Fischbully Yes. Menschen, andere Menschen, die wollen, andere Menschen, die wollen ein Haus bauen und Kinder bekommen. Aber wasted. Ich will nur einen riesigen Mixer haben und dann reinspringen und aus mir Fischpüree machen. Yeah, Mann. Aktive Sterbehilfe. Boah, aber nichtsdestotrotz will ich, dass jeder meine Videos anguckt und liked. Aber nicht, weil es meine Fans sind oder nicht, weil es meine Freunde sind, weil ich habe keine Freunde. Sondern aus dem Grund. Keine Ahnung. Kein Heilmittel gegen meine Krankheit. Deswegen. Ich bin eine Missgeburt. Ich muss nur warten. Weil das ist das Gute am Leben. Der Tod. Das ist das Gute. Niemand kann den Tod aufhalten. Diese verfickten Wissenschaftler versuchen es zwar, aber die können es nicht. Also ich empfehle jeden Omega-3-Fischpüree zu abonnieren. Und sein verficktes, verdammtes Maul zu halten. Außer, ne, Leute, die ein schlechteres Leben haben als Fischpüree, denen empfehle ich. Du weißt, was jetzt kommt.